Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind von Newt Scamander. Dieses Buch gehört Harry Potter. Und auch Ron Weasley, weil meins aus dem Leim gegangen ist. Und warum kaufst du dir kein neues? Schreib doch in dein eigenes Buch, Hermine. Du hast am Samstag so viele Stinkbomben gekauft, ein neues Buch wäre besser gewesen. Stinkbomben an die Macht! Über den Autor. Newton Artemis Fidolurch Scamander, hübscher Name, wurde 1897 geboren. Seine Mutter, eine begeisterte Züchterin hochmodischer Hippogreife, bestärkte ihn in seiner Leidenschaft für fantastische Tierwesen. Er besuchte die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und trat nach dem Abschluss ins Zaubereiministerium ein, wo er in der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe arbeitete. Nach 2 Jahren im Amt um die Neuzuteilung von Hauselfen, die er als äußerst nervenaufreibende Zeit bezeichnete, wurde er in die Behörde für fantastische Tierwesen versetzt, wo er dank seines immensen Wissens über fremdartige magische Tierwesen rasch Karriere machte. Obwohl Scamander fast allein verantwortlich war für die Einführung des Werwolfregisters im Jahr 1947, ist er nach eigenem Bekunden vor allem stolz auf das 1965 erlassene Verbot experimenteller Züchtung, das der Erzeugung neuer und unbezähmbarer Monster in Britannien wirksam den Riegel vorgeschoben hat. Mr. Scamanders Tätigkeit im Amt für die Drachenforschung und Drachenzähmung war mit vielen Forschungsreisen ins Ausland verbunden, die ihm reichlich Gelegenheit boten, Stoff für seinen nun in 52. Auflage erscheinenden Weltbestseller Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, zu sammeln. Lurch Scamander wurde 1979 der Merlin-Orden zweiter Klasse verliehen, in Anerkennung seiner Verdienste mit der Erforschung magischer Tierwesen, der Magizoologie. Seinen Ruhestand verbringt er in Dorset, gemeinsam mit seiner Frau Porpentina und den Hauskniseln Hoppy, Millie und Mauler. Vorwort von Albus Dumbledore. Ich fühlte mich aufs Höchste geehrt, als mich Lurch Scamander bat, ein Vorwort zu dieser ganz besonderen Ausgabe der fantastischen Tierwesen beizusteuern. Bereits seit der ersten Auflage ist Lurchs Meisterwerk ein anerkanntes Lehrbuch an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, und ihm haben wir zu einem großen Teil die anhaltend guten Prüfungsergebnisse unserer Schülerinnen und Schüler in Pflege magischer Geschöpfe zu verdanken. Freilich ist dies kein Buch allein für das Klassenzimmer. Zu einem richtigen Zaubererhaushalt gehört unbedingt eine Ausgabe der Tierwesen, deren Blätter schon die Vorfahren durchgewalkt und abgegriffen haben, sei es auf der Suche nach dem besten Mittel, um den Rasen von Horklumps zu befreien, nach einem Fingerzeig zur Deutung der trauererfüllten Schreie des Augurei oder einer Entziehungskur für den geliebten kleinen Knuddelmuff, der sich angewöhnt hat, aus der Kloschüssel zu trinken. Mit der vorliegenden Ausgabe ist jedoch ein höherer Zweck verknüpft als die bloße Belehrung der Zaubererschaft. Das noble Verlagshaus Obscurus macht nun zum ersten Mal in seiner Geschichte eines seiner Bücher auch Muggeln zugänglich. Da die Arbeit von Comic Relief im Kampf gegen einige der schlimmsten Erscheinungen menschlichen Leidens in der Muggelwelt durchaus bekannt ist, sei an dieser Stelle ein erläuterndes Wort an meine Mitzauberer gerichtet. Ihr mögt also erfahren, dass wir nicht die Einzigen sind, die um die heilende Kraft des Lachens wissen. Auch den Muggeln ist sie vertraut. Sie machen sich diese glückliche Fügung auf höchst findige Weise zunutze, indem sie Gelder sammeln, die dazu beitragen, Menschenleben zu retten und Notleidenden zu helfen. Und dies ist eine Form der Magie, um die wir alle bemüht sind. Comic Relief hat seit 1985 174 Millionen Pfund gesammelt. 34.872 Galeonen, 14 Sickel und 7 Knuts. Heute nun ist es der Zaubererwelt eine besondere Ehre, Comic Relief in seiner Arbeit zu unterstützen. Sie halten einen Nachdruck von Harry Potters persönlichem Exemplar der Tierwesen in den Händen, mitsamt den von ihm und seinen Freunden hinterlassenen lehrreichen Anmerkungen. Zwar stimmte Harry dem Nachdruck dieses Buches in seiner vorliegenden Form nicht ohne ein gewisses Widerstreben zu, doch unsere Freunde von Comic Relief sind überzeugt, dass seine kleinen Randbemerkungen den unterhaltsamen Tenor dieses Werkes auch noch unterstreichen werden. Auch Mr. Lurch Scamander, der sich bereits seit langem mit der immer wieder aufs Neue in Angriff genommenen handschriftlichen Verzierung seines Meisterwerkes abgefunden hat, ist mit dieser Ausgabe einverstanden. Diese Neuauflage der fantastischen Tierwesen ist sowohl bei Flourish & Bloods als auch in Muggelbuchläden erhältlich.
Zauberer, die zusätzliche Spenden loswerden wollen, mögen sich an Gringotts Zaubererbank wenden. Fragen Sie nach Griphook. Nun bleibt mir nur noch ein Hinweis. Jeder, der bis hierher gelesen hat, ohne das Buch zu erwerben, sei gewarnt, dass es mit einem Klaufluch belegt ist. Übrigens möchte ich bei dieser Gelegenheit allen Muggeln, die das Buch kaufen, versichern, dass die hier beschriebenen lustigen Geschöpfe frei erfunden sind und ihnen nichts anhaben können. Den Zauberern sei nur eins gesagt: Draco dormiens nunquam titillandus. Albus Dumbledore. Einführung. Über dieses Buch. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, stellt die Frucht vieler Jahre des Reisens und Forschens dar. Jahrzehnte sind vergangen, doch noch immer sehe ich den 7-jährigen Zauberer vor mir, der Stunde um Stunde in seinem Zimmer verbringt und Horcrums zerschneidet. Und ich denke ein wenig neidisch an all die Reisen, die noch vor ihm liegen. Vom dunkelsten Dschungel in die gleißende Wüste, von den Gipfeln der Berge in die unergründlichen Sümpfe pflegte dieser einst mit Horcrum-Fetzen beklebte Junge als Erwachsener dann jenen Tierwesen nachzuspüren, die auf den folgenden Seiten beschrieben sind. Ich erkundete versteckte Bauten, Höhlen und Nester auf 5 Kontinenten, studierte die eigentümlichen Gewohnheiten magischer Tierwesen in unzähligen Ländern, wurde Zeuge ihrer magischen Kräfte, gewann ihr Vertrauen und musste sie gelegentlich auch mit meinem Reisekessel in die Flucht schlagen. Fantastische Tierwesen wurde im Jahre 1918 von Mr. Augustus Worm vom Obscurus Verlag in Auftrag gegeben, der mich freundlicherweise bat, in Erwägung zu ziehen, ob ich nicht für sein Haus ein maßgebliches Handbuch der Tierwesen schreiben wollte. Damals war ich nur ein kleiner Angestellter im Zaubereiministerium und ich packte diese Gelegenheit sofort beim Schopfe. Nicht nur, um mein klägliches Gehalt von 2 Sickeln die Woche aufzubessern, sondern auch, um meine Freizeit mit Reisen um die Erde zu verbringen, immer auf der Suche nach neuen magischen Tierarten. Der Rest ist Verlagsgeschichte. Fantastische Tierwesen erscheint inzwischen in der 52. Auflage. In dieser Einführung möchte ich einige der am häufigsten gestellten Fragen beantworten, die seit der Erstveröffentlichung dieses Buches im Jahr 1927 allwöchentlich mit meinem Postsack landen. Zunächst zur wichtigsten Frage überhaupt. Was ist ein Tierwesen? Was ist ein Tierwesen? Großes, haariges Ding mit zu vielen Beinen. Die genaue Bestimmung des Tierwesens war jahrhundertelang umstritten. Neulinge im Studium der Zoologie mag dies überraschen und deshalb wollen wir die Schwierigkeit zunächst einmal klarer umreißen, indem wir uns 3 unterschiedliche Arten magischer Geschöpfe genauer ansehen. Werwölfe leben die überwiegende Zeit in menschlicher Gestalt, ob nun als Zauberer oder Muggel. Einmal im Monat, bei Vollmond jedoch, verwandeln sie sich in wilde, 4-beinige Bestien, die nur Mord im Sinn haben und kein menschliches Gewissen kennen. Das Verhalten des Zentauren unterscheidet sich deutlich von dem des Menschen. Zentauren leben in der Wildnis, lehnen es ab, sich zu kleiden und halten sich am liebsten gleichermaßen fern von Zauberern wie von Muggeln, während doch ihr Verstand durchaus dem menschlichen gleichkommt. Trolle sind von menschlicher Gestalt. Sie gehen aufrecht, man kann ihnen ein paar einfache Wörter beibringen und doch sind sie weniger klug als das dümmste Einhorn und besitzen keine magischen Fähigkeiten im eigentlichen Sinne, abgesehen von ihrer gewaltigen und unnatürlichen Körperkraft. Wir stellen uns nun die Frage, welches dieser Geschöpfe ist ein Zauberwesen, das heißt ein Geschöpf, dem einklagbare Rechte in der magischen Welt zustehen, sowie eine Stimme in Angelegenheiten ihrer Regierung, und welches dieser Geschöpfe ist ein Tierwesen? Frühe Versuche festzulegen, welche magischen Geschöpfe als Zaubererwesen bezeichnet werden sollten, waren äußerst grobschlächtig. Burdock Muldoon, im 14. Jahrhundert der Vorsitzende des Magischen Rats, verfügte damals, jedes Mitglied der magischen Gemeinschaft, das auf 2 Beinen gehe, solle fürderhin die Stellung eines Zaubererwesens genießen. Alle anderen hingegen sollten Tierwesen bleiben. In freundschaftlichem Geiste berief er alle Zaubererwesen zu einem Gipfeltreffen mit den Zauberern ein, um die neuen magischen Gesetze zu erörtern, und stellte zu seiner größten Bestürzung fest, dass er sich verschätzt hatte. Im Versammlungssaal wimmelte es von Kobolden, die auch noch alle 2 Beiner mitgebracht hatten, die sie hatten auftreiben können. Bathilda Bagshot beschreibt dieses Schauspiel in ihrer Geschichte der Magie.
Man verstand kaum sein eigenes Wort durch das Gekreisch der Diriklavs, das Klagen der Augureis und den nicht enden wollenden, markerschütternden Gesang der Wuper. Während die Zauberer und Hexen genervt in ihren Unterlagen blätterten, schwirrten ihnen allerlei Wichtel und Feen giggelnd und schwatzend um die Köpfe herum. Ein gutes Dutzend knüppelbewehrter Trolle machte sich daran, das Mobiliar kurz und klein zu schlagen, und Zauberhexen schwebten umher auf der Suche nach fressbaren Kindern. Der Ratsvorsitzende stand auf und wollte das Treffen eröffnen, rutschte jedoch auf einem Haufen Porlockmist aus und rannte fluchend aus dem Saal. Wie wir sehen, war der bloße Besitz zweier Beine keine Gewähr dafür, dass ein magisches Geschöpf Anteil an den Fragen der Zaubererregierung nehmen konnte und wollte. Der verbitterte Burdock Muldoon schwor daraufhin allen weiteren Versuchen ab, neben den eigentlichen Zauberern noch weitere Angehörige der magischen Gemeinschaft in den magischen Rat aufzunehmen. Muldoons Nachfolgerin, Madame Elfrida Clegg, unternahm den Versuch, die Zaubererwesen neu zu bestimmen, in der Hoffnung, enge Bande zu anderen magischen Geschöpfen knüpfen zu können. Zaubererwesen, verkündete sie, seien all jene Wesen, die der menschlichen Sprache mächtig seien. Wer immer sich den Ratsmitgliedern verständlich machen konnte, wurde daher zum nächsten Treffen eingeladen. Doch von neuem traten Schwierigkeiten auf. Einige Trolle, denen die Kobolde ein paar schlichte Sätze beigebracht hatten, machten sich wie schon beim vorigen Treffen daran, den Saal in Kleinholz zu verwandeln. Jarvis rasten zwischen den Stuhlbeinen umher und zerrten nach Lust und Laune an den Fußgelenken der Ratsmitglieder. Wohl nahm diesmal eine große Delegation von Geistern teil, die unter Muldoon noch ausgeschlossen worden waren, mit der Begründung, sie gingen nicht auf zwei Beinen, sondern glitten. Doch sie verließen empört den Saal, und zwar, wie sie später erklärten, wegen der im Rat herrschenden schamlosen Bevorzugung der Bedürfnisse der Lebenden gegenüber den Wünschen der Toten. Die Zentauren, die unter Muldoon als Tierwesen eingestuft worden waren und nun unter Madame Clegg als Zaubererwesen galten, weigerten sich, an der Ratsversammlung teilzunehmen aus Protest gegen den Ausschluss der Wassermenschen, die sich über Wasser ausschließlich auf Meerisch verständigen konnten. Erst im Jahr 1811 fand man Bestimmungen, auf die sich der überwiegende Teil der magischen Gemeinschaft einigen konnte. Grogan Stump, der neu ernannte Zaubereiminister, verfügte, ein Zauberwesen sei jedes Geschöpf, das hinreichend intelligent ist, um die Gesetze der magischen Gemeinschaft zu verstehen und Mitverantwortung bei der Gestaltung dieser Gesetze zu übernehmen. Diesmal befragte man die Vertreter der Trolle unter Ausschluss der Kobolde, und man kam zu dem Schluss, sie seien nicht in der Lage, auch nur ein Wort von dem zu verstehen, was man ihnen sagte. So wurden sie trotz ihrer zweibeinigen Fortbewegungsweise als Tierwesen eingestuft. Die Wassermenschen konnten mit Hilfe von Dolmetschern erstmals als Zaubererwesen anerkannt werden. Feen, Wichtel und Gnome wurden trotz ihrer menschenähnlichen Erscheinung entschlossen in die Ordnung der Tierwesen verbannt. Natürlich hatte es damit keineswegs sein Bewenden. Wir wissen alle um die Extremisten, welche die Einstufung der Muggel als Tierwesen verfechten. Wir wissen alle, dass die Zentauren den Zaubererwesenstatus ablehnen und weiterhin Tierwesen sein wollen. Unterdessen wurden die Werwölfe jahrelang zwischen der Tierwesen- und Zaubererwesenbehörde hin und her geschoben. Zur Zeit der Niederschrift dieses Buches gibt es ein Werwolf-Unterstützungsamt innerhalb der Zaubererwesenbehörde, während das Werwolf-Register und das Werwolf-Fangkommando in der Tierwesenbehörde angesiedelt sind. Einige höchst intelligente Geschöpfe sind als Tierwesen eingestuft, weil sie nicht in der Lage sind, ihre zur Brutalität neigende Natur zu überwinden. Akromantulas und Mantikoren sind der verständigen Rede fähig, versuchen jedoch unweigerlich, jeden Menschen zu verspeisen, der sich ihnen nähert. Die Sphinx redet nur in Rätseln und neigt jedoch zur Gewalt, wenn sie die falsche Antwort erhält. Wo auch heute noch Unsicherheit in der Frage der Einstufung eines auf den folgenden Seiten beschriebenen Tierwesens herrscht, habe ich dies im entsprechenden Eintrag vermerkt. Wenden wir uns nun der einen Frage zu, die Hexen und Zauberer häufiger als jede andere stellen, wenn sich das Gespräch der Magizoologie zuwendet. Warum bemerken die Muggel diese Geschöpfe nicht? Eine kurze Geschichte der Wahrnehmung fantastischer Tierwesen durch die Muggel. Manch ein Zauberer mag es verblüffen, doch die Muggel waren nicht immer so ahnungslos, was die magischen Geschöpfe und Ungeheuer angeht, die wir nun schon seit so langer Zeit mühsam vor ihnen zu verbergen trachten. Ein Blick in die mittelalterliche Kunst und Literatur der Muggel zeigt, dass viele der Geschöpfe, die sie heute für Sagenwesen halten, damals tatsächlich bekannt waren. Der Drache, der Greif, das Einhorn, der Phönix, der Zentaur.
Diese und andere Geschöpfe sind in den mittelalterlichen Schriften und Kunstwerken der Muggel dargestellt, wenn auch meist so ungenau, dass man schmunzeln möchte. Sieht man sich die von Muggeln verfassten Bestiarien aus dieser Zeit jedoch etwas genauer an, so zeigt sich, dass die meisten magischen Tierwesen dem Muggel entweder vollkommen entgingen oder aber von ihm für etwas anderes gehalten wurden. Nehmen wir nur einmal folgendes erhalten gebliebenes Fragment einer Handschrift von Bruder Benedikt, einem Franziskanermönch aus Worcestershire. Heute, da ich im Kräutergarten arbeitete und das Basilikum beiseite schob, entdeckte ich ein Frettchen von wahrhaft ungeheurer Größe. Weder ergriff es die Flucht, noch versteckte es sich, wie es Frettchen zu tun pflegen, sondern sprang mir auf die Brust und warf mich rücklings zu Boden und schrie dabei in höchst unnatürlichem Zorne: »Hau ab, Kahlkopf!« Daraufhin biss es mir so tollwütig in die Nase, dass sie von Stund an nicht mehr aufhören wollte zu bluten. Der Abt wollte nicht glauben, dass ich ein sprechendes Frettchen gesehen hatte und fragte, ob ich nicht zu zügellos vom Messwein des Bruders Bonifatius genippt hätte. Derweil war meine Nase immer noch blutig und geschwollen, und so ward ich für die Vesper entschuldigt. Offenbar hatte unser lieber Muggel keineswegs, wie er meinte, ein Frettchen aufgescheucht, sondern ein Jarvee, wahrscheinlich auf der Jagd nach seiner Lieblingsbeute, den Gnomen. Ein mangelhafter Begriff von etwas ist häufig gefährlicher als vollkommene Ahnungslosigkeit, und der Schrecken vor dem, was wohl in ihren Kräutergärten lauern mochte, verstärkte zweifellos noch die Angst der Muggel vor der Zauberei. In jener Zeit trieben die Muggel ihre Verfolgung der Zauberer auf einen unbekannten Höhepunkt, und jedes Mal, wenn Tierwesen wie Drachen oder Hippogreife gesehen wurden, steigerte dies die Hysterie der Muggel. In diesem Buch geht es nicht darum, jene düsteren Tage in Erinnerung zu rufen, die dem Rückzug der Zauberer ins Verborgene vorausgingen. Was uns hier allein beschäftigen soll, ist das Schicksal jener sagenumwobenen Wesen, die, wie wir selbst, verborgen werden mussten, wenn die Muggel je zu dem Glauben gelangen sollten, dass es so etwas wie Zauberei überhaupt nicht gibt. Die Internationale Zauberervereinigung verhandelte diese Frage auf ihrem berühmten Gipfeltreffen von 1692. Nicht weniger als 7 Wochen gelegentlich erbitterter Wortgefechte zwischen Zauberern aus allen Ländern der Welt galten dem Problem der magischen Geschöpfe. Wie viele Arten würden wir vor den Augen der Muggel verbergen können und um welche sollte es sich handeln? Wo und wie sollten wir sie verstecken? Der Streit wogte hin und her und doch war manchen Geschöpfen überhaupt nicht bewusst, dass über ihr Schicksal entschieden wurde, während andere wiederum ihren Beitrag zu dieser Auseinandersetzung leisteten. Schließlich gelangte man zu einer Übereinkunft. 27 Arten unterschiedlicher Größe, von den Bundimunds bis hin zu den Drachen, sollten von Muggeln verborgen werden, um die falsche Vorstellung zu wecken, diese Wesen hätten nie außerhalb ihrer Fantasie existiert. Diese Zahl wurde in den folgenden Jahrhunderten noch erhöht, da die Zauberer immer mehr Vertrauen in die Methoden der Geheimhaltung gewannen. Im Jahre 1750 wurde der Paragraph 73 in das internationale Abkommen zur Geheimhaltung der Zauberei aufgenommen, an das sich die Zaubereiministerien auf der ganzen Welt bis heute halten. Die jeweiligen Regierungsorgane der Zauberergemeinschaft sind für das Verbergen, die Pflege und die Kontrolle aller magischen Tierwesen, Zauberwesen und Geister verantwortlich, die auf ihrem Territorium leben. Sollte ein derartiges Geschöpf der Muggelgemeinschaft auffallen oder ihr Schaden zufügen, unterliegt die betreffende Regierung den disziplinarischen Maßnahmen der Internationalen Zauberervereinigung. Im Verborgenen lebende magische Tierwesen. Es wäre müßig zu bestreiten, dass § 73 seit seinem Inkrafttreten gelegentlich verletzt wurde. Ältere britische Leser werden sich noch an den Ilfracombe-Zwischenfall aus dem Jahre 1932 erinnern, als ein ausgerissener Drache, ein walisischer Grünling, auf einen belebten Strand voll sonnenbadender Muggel herabstieß. Dankenswerterweise verhinderte das kühn entschlossene Handeln einer dort in der Sommerfrische weilenden Zaubererfamilie, die später mit dem Orden des Merlins erster Klasse ausgezeichnet wurde, ein größeres Unglück. Sie ließ unverzüglich das stärkste Bündel an Gedächtniszaubern, das in diesem Jahrhundert zur Anwendung kam, auf die Einwohner von Ilfracombe los und verhinderte damit gerade noch die Katastrophe. Die Internationale Zauberervereinigung musste manche Länder wiederholt für die Verletzung von § 73 zur Rechenschaft ziehen. Tibet und Schottland gehören zu den hartnäckigsten Missetätern. Sichtungen des Yetis durch die Muggel kamen so häufig vor, dass die Internationale Zauberervereinigung es für nötig befand, auf unbegrenzte Zeit eine internationale Spezialeinheit in den Bergen zu stationieren. Unterdessen entwischt der weltweit größte Kelpie in Loch Ness immer wieder der Gefangennahme und scheint überdies einen ausgesprochenen Publicity-Hunger entwickelt zu haben.
Trotz dieser bedauerlichen Zwischenfälle können wir Zauberer uns zu einer gut gelösten Aufgabe gratulieren. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die überwältigende Mehrheit der heutigen Muggel sich weigert, an die magischen Tierwesen zu glauben, welche ihre Ahnen noch so fürchteten. Selbst jene Muggel, die auf Porlockmist oder Strehlerstein stoßen, es wäre töricht zu glauben, alle Spuren dieser Geschöpfe können verborgen werden, scheinen sich doch mit der oberflächlichsten nicht-magischen Erklärung abspeisen zu lassen. Sollte ein Muggel so unklug sein, einem anderen anzuvertrauen, er habe einen Hippogreif gesehen, der mit ausladenden Flügelschlägen nach Norden zog, wird er zumeist für betrunken oder für bekloppt erklärt. So unfair dies dem fraglichen Muggel gegenüber erscheinen mag, ist es doch besser, als auf dem Scheiterhaufen verbrannt oder im Dorffeuer ertränkt zu werden. Doch wie genau nun versteckt die Zauberergemeinschaft die magischen Tierwesen? Glücklicherweise brauchen einige Arten kaum die Hilfe der Zauberer, um dem Blick der Muggel zu entgehen. Geschöpfe wie das Tebo, der Demigeis und der Bautruckel haben ihre eigenen, höchst wirksamen Mittel, sich zu tarnen, und so musste das Zaubereiministerium noch nie für sie tätig werden. Dann gibt es jene Tierwesen, die aus Klugheit oder angeborener Scheu den Kontakt mit den Muggeln um jeden Preis vermeiden, so etwa das Einhorn, das Mondkalb oder der Zentau. Andere magische Geschöpfe leben in Gebieten, die den Muggeln nicht zugänglich sind. Man denke an die Akromantula, die tief im unerforschten Dschungel von Borneo haust, oder den Phönix, der auf hohen Bergwipfeln nistet, die ohne magische Mittel nicht zu erreichen sind. Schließlich, und das sind die verbreitetsten Arten, haben wir Tierwesen, die zu klein und zu schnell sind oder sich zu geschickt als gewöhnliche Tiere tarnen könnten, um den Muggeln aufzufallen. So zum Beispiel die Kitzpuffel, die Billywigs und die Krups. Dennoch bleiben viele Tierwesen übrig, die entweder aus freien Stücken oder unbeabsichtigt selbst für das Auge des Muggels verdächtig wirken. Und diese sind es, welche der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe beträchtliche Arbeit verschaffen. Diese Abteilung, die zweitgrößte im Zaubereiministerium, ist auf mannigfaltige Weise mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der vielen in ihrer Obhut stehenden Arten befasst. Sichere Lebensräume. Der vielleicht wichtigste Schritt, mit dem die Existenz magischer Geschöpfe geheim gehalten wird, ist die Schaffung sicherer Lebensräume. Muggelabwehrzauber verhindern das Unbefugte in die Wälder eindringen, in denen Zentauren und Einhörner leben und auf die Seen und Flüsse gelangen, die der Nutzung durch die Wassermenschen vorbehalten sind. In Extremfällen, beispielsweise beim Quinterpet, wurden ganze Gebiete unortbar gemacht. Einige dieser sicheren Gebiete müssen ständig von Zauberern überwacht werden, namentlich die Drachenreservate. Während die Einhörner und Wassermenschen nur zu gern in den ihnen zugeteilten Gebieten bleiben, pflegen die Drachen jede Gelegenheit zu ergreifen, jenseits der Reservatsgrenzen auf Beutesuche zu gehen. In manchen Fällen taugen Muggelabwehrzauber nichts. Dann nämlich, wenn die Kräfte des Ungeheuers sie wirkungslos machen. Beispiele dafür sind der Kelpie, dessen einziges Lebensziel es ist, Menschen auf sich aufmerksam zu machen, und der Pogrebin, der auf eigene Faust nach Menschen sucht. Verkaufs- und Züchtungskontrollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Muggel von einem der größeren oder gefährlicheren magischen Tierwesen aufgeschreckt wird, konnte durch die 7 Strafen stark verringert werden, mit denen Zucht und Verkauf von Jungtierwesen und Eiern geahndet werden. Die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe überwacht den Handel mit fantastischen Tierwesen auf das Strengste. Seit dem 1965 erlassenen Verbot experimenteller Züchtung ist die Schöpfung neuer Arten rechtswidrig. Aber keiner hat Hagrid gesagt. Ich sehe nicht recht Zauber. Auch der einfache Zauberer von der Straße trägt Verantwortung für die Geheimhaltung magischer Tierwesen. Wer beispielsweise einen Hippogreif besitzt, ist gesetzlich verpflichtet, sein Tierwesen mit einem Ich sehe nicht recht Zauber zu belegen, um Muggel, die den Hippogreif sehen können, an eine Täuschung glauben zu lassen. Ich sehe nicht recht Zauber sollten täglich erneuert werden, da ihre Wirkung rasch nachzulassen pflegt. Gedächtniszauber. Wenn es zum Schlimmsten kommt und ein Muggel sieht, was er oder sie nicht sehen sollte, dann ist der Gedächtniszauber das Mittel der Wahl. Der Gedächtniszauber kann vom Besitzer des fraglichen Tierwesens ausgeübt werden. Doch in drastischen Fällen der Wahrnehmung durch Muggel kann das Zaubereiministerium auch eine Gruppe fachkundiger Vergissmichs einsetzen. Das Amt für Desinformation. Das Amt für Desinformation pflegt nur bei schwersten Zusammenstößen von Magier, Welt und Muggeln tätig zu werden. Einige magische Katastrophen oder Unfälle müssen den Muggeln einfach ins Auge springen, und dann kommen sie nicht ohne Beistand einer höheren Autorität aus, die den Vorfall wegerklärt.
Das Amt für Desinformation wendet sich in solchen Fällen direkt an die Regierung des jeweiligen Mogelstaates, um eine plausible, nicht magische Erklärung für das Ereignis abzugeben. Die rastlosen Bemühungen dieses Amtes, die Muggel davon zu überzeugen, dass alle fotografischen Belege für den Kelpie von Loch Ness gefälscht sind, haben in einem bestimmten Fall entscheidend dazu beigetragen, eine unmittelbar drohende gefährliche Zuspitzung der Lage zu verhindern. Sinn und Zweck der Magizoologie. Die oben beschriebenen Maßnahmen lassen nur vage erahnen, wie umfassend und gründlich die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe tätig ist. Mir bleibt nur noch die Frage zu beantworten, auf die wir tief in unseren Herzen eigentlich schon die Antwort kennen. Warum bemühen wir uns als Gemeinschaft und als Einzelne auch heute noch, magische Tierwesen zu schützen und zu verbergen, selbst die wilden und unzähmbaren? Die Antwort lautet natürlich, um sicherzustellen, dass sich auch künftige Generationen von Hexen und Zauberern an ihrer fremdartigen Schönheit und ihren Fähigkeiten erfreuen können, wie es uns glücklicherweise beschieden ist. Dieses Werk beansprucht nicht mehr zu sein als eine Einführung in die reiche Vielfalt der magischen Tierwelt, die unsere Erde bewohnt. Auf den folgenden Seiten sind 75 Arten beschrieben, doch bin ich mir sicher, dass noch im Laufe dieses Jahres eine weitere Art entdeckt wird und somit eine 53. ergänzte Ausgabe der fantastischen Tierwesen nötig wird. Abschließend sei bemerkt, welch großes Vergnügen mir der Gedanke bereitet, dass Generationen junger Hexen und Zauberer dank des Studiums dieses Buches ein umfassenderes Wissen und tieferes Verständnis der fantastischen Tierwesen gewonnen haben, die ich so liebe.